Gleicher Tag, anderer Ort. Wie ihr wisst, habe ich heute früh meine Vogelbörse durchgeführt. Dort hat man mich belegt mit Halteverbotsschildern, sodass meine Kundschaft es schwierig hatte, meine Vogelbörse zu besuchen. Wurde besucht vom Ordnungsamt. Zum Glück waren diese zwei Ordnungsamtbeamte zugänglich, haben mir die Chance gegeben, diese Autos entfernen zu lassen, die verkehrswidrig standen. Nun muss ich feststellen, 6 Stunden später, ich stehe vor einem städtischen Schwimmbad, hier wird links und rechts in allen Richtungen geparkt. Hier laufen Kinder rum, zwischen den Autos teilweise 3 Meter Platz, sodass ich fast nicht mit meinem Auto durchkomme. Hier links befindet sich eine grüne Wiese, wo das Gras 1 Meter hoch steht, wo sich weder ein Hinweisschild befindet, dass man diese Grünfläche nutzen kann zum Parken. Ich sehe 3 Autos hier. Ich sehe keinen Menschen vom Ordnungsamt, der hier durchgreift, für Ordnung sorgt. Scheinbar darf die Stadt sich sämtliche Rechte herausnehmen. Oder man muss gewisse Leute kennen, oben im Rathaus, um hier irgendwie durchs Leben zu kommen. Ich kann dazu nur warnen, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen.